Hallo! Eigentlich würden wir in dieser Zeit selbst hier im Norden ein wenig Karneval feiern. Das fällt in diesem Jahr, wie auch schon im vergangenen Jahr, leider aus. Also trösten wir uns mit einem kulinarischen Genuss, der im Zuge einer zünftigen Party immer geht, aber auch ohne Party schmeckt und bei schlechtem Wetter Leib und Seele von innen wärmt. In diesem Video wollen wir eine deftige Partysuppe zubereiten. Beketal bietet eine große Auswahl an Kochtöpfen an, die die Zubereitung auch richtig großer Mengen an Suppe oder auch anderen Köstlichkeiten ermöglicht. Für uns reicht heute einer der kleineren Töpfe aus dem Sortiment, der BKT-12. Da wir im Moment sehr auf Burger stehen, haben wir uns für die Zubereitung einer Cheeseburger-Suppe entschieden. Für die Zubereitung benötigen wir Rinderhackfleisch, Zwiebeln, frische Tomaten und Dosentomaten, Schmelzkäse, Creme Fraiche, Gewürzgurken, Cheddar und zum Würzen Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß und je nach Geschmack Brühe. Wir werden die Suppe auf der Beketal Induktionsplatte BIKP 1 zubereiten, die sich immer dort besonders eignet, wo eine sichere Kochmöglichkeit fehlt oder zusätzlich geschaffen werden soll. Für die Zubereitung der Suppe wird das Hackfleisch angebraten und direkt mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann geben wir die Zwiebeln dazu und braten diese kurz mit an. Nun kommen die frischen Tomaten dazu und werden etwas weich gekocht, bevor alle restlichen Zutaten und das Wasser in den Topf gegeben werden. Nun lassen wir das Ganze bei mittlerer Hitze gut durchkochen. Vor dem Servieren schmecken wir die Suppe noch mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und, falls gewünscht, Brühpulver ab. Wir meinen, mit dieser Suppe kann die nächste Party auf jeden Fall kommen und wünschen bis dahin schon mal einen guten Appetit.